willkommen zum heutigen Testspiel. Am Mikrofon Manni Volkmann und Frank Buschmann. Und Achtung, genau hingeschaut. Der Schiedsrichter hört heute auf den Namen Jean Rabaut. Wunderbar gemacht, das Bällchen läuft hier hin und her, macht genau das, was die Spieler wollen. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Auf der Außenbahn holt er sich den Ball zurück. Und nun Drogba. Die Abwehr aufmerksam. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Und was für ein Tor! Nenne ich mal ein Pfund, ein Überpfund. Da gab es nicht viel zu halten. Und den hat er super getroffen. Und eigentlich müsste sich ja herumgesprochen haben, dass er aus dieser Entfernung brandgefährlich ist. Was für ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiuiui. Imwe. Wesley Sneijder. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Felipe Melo. Da hat kein Mitspieler eine Chance, an diesen Ball heranzukommen. Was machen die eigentlich im Training? Ganz souverän gehalten vom Keeper. Den bringt er nicht an den Mann. So, und das ist nichts für Patienten mit Bluthochdruck auf der Tribüne. Da ist man ja infarktgefährdet bei dieser Abwehrleistung. Der Ball ist frei. Flanke fliegt in den 16er. Sowas nennt man souveränes Torwartspiel. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Der Ball war ganz weit weg vom Tor und dann hätte es trotzdem fast gerappelt. Das Ding muss er sicher haben. Und er kriegt es sicher unter Kontrolle. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich auch locker aufnehmen. Und jetzt hat sie es, das Tor! Das war ein toller Schuss aus der Distanz, da muss man ja kein Fan sein, um das anzuerkennen. Was für ein Traumtor, da haben sie ihn schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen. Und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Was für ein Schuss aus dieser Distanz. Was für ein Tor. Felipe Melo. Sofort abgezogen und... Ups, da hat nicht viel gefehlt.
Eboué. Felipe Melo. Zweikampf um den Ballbesitz. Und jetzt hat er die Chance zu flanken. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, die Flanke kommt nicht durch. Wesley Sneijder. Felipe Melo. Schön mutig aus dieser Distanz zu schießen, aber für den Torwart keine echte Prüfung. Nee, also das ist auch aus der Entfernung vor allem dann eher eine Rückgabe, für den Keeper überhaupt kein Problem. Guter Pass. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Oh, das wäre natürlich was gewesen, wenn der gepasst hätte aus dieser Distanz. Ein Dollarschuss. Wer hat wie oft aufs Tor geschossen? Hier die Statistik. Jetzt schießt er und... Klasse gehalten vom Keeper. Und das war nicht einfach. Der Ball ist im Aus, Eckball. Sneijder! Das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Und wieder eine Ecke. Bei manchen Ecken wird es gefährlich, aber hier kriegt der Gegner den Ball. Erst an den Pfosten und dann ins Tor aus, der Ball. Was dahinter, hinter diesem Schuss, aber der Torhüter, er ist da. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Den Ball sofort verarbeitet. Also ich habe nach diesem Tor so allmählich den Eindruck, die Mannschaft fällt auseinander. Ja, genau so wirkt das und das kann noch richtig bitter werden. Ah, das ist wunderbar gemacht und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Diese Führung kannst du fast schon als Ruhekissen benutzen. Wesley Sneijder. Gefährliche Flanke. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Achtung! Meine Güte, hat er den verzogen. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden.
Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Zweikampf um den Ballbesitz. Wesley Sneijder. Sarıoğlu. Suboptimal gelöst das Ganze. Das ist leichte Beute für die Verteidigung. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Felipe Melo. Also da wäre der Pass für den Mitspieler die bessere Variante gewesen. So schießt er aus der Distanz und verursacht überhaupt kein Problem für den Keeper. Und nun Drogba. Tja, das haken wir dann wohl mal unter Ergebniskosmetik ab. Das Rezept klingt einfach und er lässt es auch so aussehen. Er nimmt Maß, zieht drauf und drin ist die Kugel. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Was für ein Hammer, den er da auspackt. Uiuiuiuiui. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen Abseits. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Und jetzt geht's aber zur Sache, da staubt's richtig. Also, vielleicht hat er da vom Tor geträumt, aber das blieb dann auch ein Traum. Toll, wie er das macht, und ja, da hätten sie die Führung gut und gerne ein bisschen ausbauen können. Sicher unter Kontrolle. Super Leistung. Ja, aber das war natürlich auch eine erhebliche Distanz. Sarıoğlu. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Abgewehrt, aber nicht festgehalten. Er hat ihm den Ball ja förmlich vom Fuß gestohlen. Alle Achtung! Viele haben darauf gewartet, viele werden ihn verfluchen.